Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Diesmal habe ich quasi um das Replay gebeten, ja, also Texas hat mir das nicht direkt geschickt. Aber als er das im klaren Chat gepostet hat, wollte ich das Replay unbedingt haben und hat es mir auch geschickt. Und zwar spielt das Texas aus dem klaren Skill, den kennt wahrscheinlich mehr Leute als mich. Er spielt seinen Skoda T50 auf der Karte Zen drüber im Standard Battle. Und ja, das ist der Tier 9 Tschechenpanzer, ja. Der doch schon einige Zeit im Spiel sitzt. Und ich habe das Replay noch selber nicht angeguckt, sondern nur die Statistik gesehen. Ich freue mich selber jetzt drauf, das mal zu sehen, was jetzt der Texas macht in dem Match. Von den Werten her, die er da gepostet hat, war es schon mal. Es wird aber eine Monsterrunde sein, aber ich sehe gerade. Nee, ein bisschen zu klein. Mal wieder. Ja, das ist schon mal ganz schön aggressiv. Aber von der Seite kann man das auch ganz gut machen, nehme ich mal an. Da ist selten noch jemand auf die K-Linie fährt vom Gegnerteam. Ah, da schon mal die ersten drei Schüsse anbringen können. Schon mal fast 1000 Damage zusammen. Man muss dazu sagen, dass es nur eine Art, die im Spiel ist. Ist auch ein deutscher Spieler. Vasquez Lead, Gegnerteam. Der hat auch XFM drauf. Bin mal gespannt, ob die Adi dann den Texas ein bisschen fokust. So, und jetzt wird schon etwas gefährlicher für den Texas, da direkt auch auf ist und wir alle wissen, ja, sehr schön die Shell gedodged von dem ES3 und hat nochmal 3 reingedrückt, das ist schon bei 2000 Damage. Ihr wisst ja selber, dass der dass die Tschechenreihe nicht allzu gut gepanzert ist, ja. Ein bisschen besser als die Franzosenreihe, nehme ich mal an, da ich da auch ziemlich oft abfall. Am Skoda T50 oder am TVP, der danach kommt, der T10. Voraussetzung für so eine Runde, die er auch gemacht hat, das kann ich nochmal erwähnen. Ist auch der Fakt, dass in seinem Team keine besseren Spieler sind als Durchschnitt, ja, also gelb ist ja Durchschnitt, grün ist dann schon da hat er dann direkt, ja, 3 Clips und 3000 Damage gemacht. Wenn es so weitergeht, sieht es ganz gut aus. Durch den Titel von dem Video spoiler ich ja schon echt die wichtigsten Sachen, aber ich jetzt noch reinschreiben würde, geile Runde, dann guckt das wahrscheinlich kaum einer an, aber das ist wirklich eine Monsterrunde, also keine Ahnung. Er trifft auch jeden Schuss, ja, also ist nicht irgendwie mal ein Abpraller oder ein Kettenschuss dabei. Jetzt hat er schon den vierten Clip und hat jetzt schon 3700 Damage, also. Und er ist immer noch voll AP, ja, die Adi scheint ihn nicht, sondern nicht zu interessieren. Vielleicht ist er für die Adi weniger. Oh ja, und da Kettentreffer. Da kann man nicht ganz so durch. Ja, da ist jetzt ein erster Clip, der kein Damage gemacht hat und der Typ für Heavy hat ihn auch verfehlt. Ja, er hat ihn irgendwie, weiß nicht, ob er auf ihn schießen wollte, sah zumindest so aus. Und da hat ihn scheinbar auch verfehlt. Jetzt macht der Texas nix. Wahrscheinlich macht er gerade irgendwas. Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass er gerade irgendwas gemacht hat. Vielleicht war er gerade AFK oder so, oder musste mal kurz telefonieren oder was? Oder wir kennen das ja alle. Ah, dann T-Clip geladen, wahrscheinlich direkt um. Er würde den Jagdpanzer E100 zu töten oder natürlich den Typ für Heavy. Für beides ist dann die Clip nicht schlecht. Ja, und er ist schon 4700 Damage. Und nach wie vor hat ihn halt die Adi ignoriert. Ich weiß nicht. Das ist so eine mächtige Voraussetzung, weil
man kennt das ja, also ich kenne das ja selber, wenn ich irgendwie, ist ja egal, was ich fahre, mehrfach aufgehe, irgendwann kommt da mal die Artischelle. Entweder ist es ein One-Shot oder 1000 Damage weg und zwei, dreimal Du-Schäden oder nur Damage. Ja. Auf jeden Fall würde ich da noch nicht voll AP umfahren. Hätte aber auch den Heatsap drin, dann kann eigentlich auf den für Heavy nochmal schießen, wenn er mal höher kommt. Ja, genau. Macht er auch. Das war. Okay. Zwei Bounces, einer durchgegangen. Dann kann Rumpke nochmal seinen Heatl planen, denn bis auf den T95 und der T75 ist jetzt eigentlich nichts mehr drin, was Heat bräuchte oder wo man es nutzen kann. Jetzt hat der Texas gesehen, dass die hinten durchgefahren sind. Er fährt übrigens auch mit Buch, die heißt das, glaube ich. Na, geht das? Kann ich es nicht anzeigen? Buchti, genau. Das sind da zwei Kills und 5800 Damage. Also bis hierhin schon mal ein Monster-Runde, ja. Also ich wäre zufrieden, wenn ich solche Runden fahren würde und das dann, wenn ich da jetzt instant platzen würde, mich würde sie nicht stören. Ich hätte dann trotzdem eine geile Runde gemacht. Ja, jetzt kommt der Skoda. Hat aber, glaube ich, ich weiß gar nicht, was ist denn der Durchschnitts-Damage? Gerade 20, glaube ich auch, ne? Ja. Hat gerade ziemlich hoch gerollt, 386 von 400 mit Heat. Jetzt hat Texas schon 3 Kills. Und jetzt wird es langsam knapp mit dem Team. Ja, sein Team schmilzt da gerade dahin und sie haben immer noch eine gegnerische Arti, die halt den Texas jetzt auch locker one-shotten kann. Konnte sie davor auch schon, aber 1200 HP ist das natürlich innerhalb der Marge. Ich glaube 1750 Durchschnittsdamage hat die mit HE. Und Minimal Damage müsste irgendwo so ein Bereich sein, wie er gerade HP hat. also kann er auf jeden Fall one-shotten. Ist er da aufgegangen. Muss auf jeden Fall darauf achten, dass der Conway und der T90 ihn nicht bebannern, wenn er es den eben 70 holen möchte und dann ist natürlich immer noch die Arti da. Interessanterweise muss ich nochmal erwähnen, dass das Wargaming sagt, dass der Panzer nicht, also dass der T9 und der 10 statistisch ist, ja, dass die von der Statistik her nicht overpowered sind, sondern sich echt ganz gut machen, ja. Da war die Adi. Er hat's versucht. Zwei hat er noch im Clip. An die Breschen hat der Panzer, glaube ich, auch nicht allzu viel. Aber dann Texas dreht das schon. Kann auch. Na, kann. Ja, ich würde es probieren. Hast noch genug Munition an sich? Ja. Aber lädt lieber nochmal durch. Native 90 hat den E4 gekillt. Hat auch ein bisschen mehr als Durchschnitt gefällt. Ah, da konnten wir, der T95 und der Adi sind halt noch voll, ne? Und das war gerade sehr merkwürdig, wie das gerade rausgezoomt ist. Wie so eine Slow-Mo. Wie ihr sehen könnt, hat der Texas auch keine maximale Sichtweite, ne? Und das Problem ist, der Conway fährt wahrscheinlich mit Ferngläsern, also ich würde es zumindest empfehlen, den so zu fahren, da er auch keine maximale Sichtweite hat. Also er hat vielleicht Optiken drauf, die dann halt permanent die maximale Sichtweite ungefähr reinkriegen, wenn er eine gute Co hat. Und das Problem ist, sein Partner ist halt ein Typ für Heavy und er ist nicht allzu. Jetzt kann er mit. Jawohl, kann er durchkriegen. Er ist nicht aufgegangen. Also T95 hat auch keine allzu weite Sicht. Dabei hat er nur 380, der. Oder 370 sogar noch, T95. Also den auf 445 Metern Sichtweite zu kriegen, ist auch eher schwer. So, und jetzt haben wir natürlich die Situation, er hat 6800 Damage, 4 Kills. Ja, ich würde mich zufrieden geben, wenn ich das verlieren würde. Hätte ich nichts dagegen. Ja, aber der Texas, ja, der hat das. Noch mehr W8 hat sich und er will das Ding noch gewinnen. Ist aber fast,
Also es ist ziemlich schwer, das noch zu gewinnen. Auch wenn es zwei CDs sind, aber die eine Arti, die übrigens ein Teamkill gemacht hat, ich weiß gar nicht, was sie getötet hat. Ist jetzt gar nicht aufgefallen. Schwung das mal ein bisschen, ich weiß nicht genau, wann er da jetzt auf den trifft. Da hat er auf jeden Fall einen langen Bogen, und da ist das schon. Da macht die Arti natürlich den schweren wiegenden Fehler und fährt zum Texas hin. Das kommt ihr natürlich zugute, ne? Allerdings hat er ihn jetzt natürlich auch gespottet und sie hat geschossen, was. Also ich verstehe es nicht, warum sie das gerade macht. Die Arti war doch vollkommen safe in der Base. Jetzt ist sie natürlich am Arsch, wie man so schön sagt. Das ist natürlich nicht schlecht in Texas, dass das so gelaufen ist. Ich nehme mal an, das war auch der schwerwiegende Fehler, warum er das noch gewinnen konnte, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er das noch gewonnen hätte, wenn die Arti noch im Spiel gewesen wäre. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Weil normalerweise, wenn du die Arti nicht wegkriegst und du hast zwei TDs, einer ist wahrscheinlich irgendwo in der Base und der T90 haben wir einfach gesehen, wo er noch ist. Ja, wenn du versuchst, sie anzugreifen und du hast nicht maximale Sichtweite, dann gehst du halt auf, ja. Und ein guter Arti-Spieler oder ein durchschnittlicher Arti-Spieler weiß natürlich, der aimt dann dahin, wo seine zwei Leute sind. Und, ja, dann ist man eigentlich ziemlich schnell dann tot, eine Arti. Und was die Arti gerade gemacht hat, das kam dem Texas echt so cool. Ich hab da aber selber auch überrascht. Da war er selber dann auch überrascht, wieso dann auf einmal die Arti da aufploppt. Ich hätte damit absolut nicht gerechnet. Und jetzt hat er natürlich die Situation, dass er ihn aufgemacht hat. Und wunderbar, gleich der Dreckschlag. Und jawohl, drei Dinger reingedrückt. Das war gerade sehr wichtig für den Texas, denn auch das, dass er ihn so spät aufgemacht hat, der T90. Also ich nehme mal echt an, er hat, wie viel Gefechte hat er denn gemacht auf den über 200. Also die Grooms auf jeden Fall. Zumindest, ich glaube, 73 Meter Sichtweite haben. Ich weiß jetzt nicht genau, was der für einen Wert hat. Schon zu lange her. Oh, und da sieht er den Conway und den. Aber der T95 ist ja auch dumm, oder? Was ist das denn? Oh, da hat er. Also, das war jetzt aber da. Das verstehe ich nicht. Der T95 weiß doch, wo der Texas ist. Er ist doch aufgegangen. Warum zeigt er ihm nochmal das Heck? Also, das war doch wieder mal. Das zeigt dann mal wieder, wie viel Glück man haben muss, um solche Runden zu machen, ja. Also, in meinem Fall hätte der T95 mich garantiert angeguckt und mir nicht zweimal also, nach dem ersten Mal, okay, kann ich es verstehen, da wusste nicht, wo der ist, wo der Texas ist, aber bei dem zweiten Mal, wo man ihn nochmal den Arsch zeigt, verstehe ich überhaupt nicht. Also, dann ist das natürlich klar, dass es so eine Monsterrunde wird. Allerdings muss man jetzt sagen, da kommen wir selber hat wahrscheinlich mehr Sichtweite als der Texas, ich vermute zumindest, wenn er steht. Und er kann ihn, wie man gesehen hat, 443 hat er gerade gerollt. Er kann ihn auf jeden Fall one-shotten. Ich glaube, Maximum Damage ist auch 500. Oder 488 hat er. Er hat, glaube ich, 390 Alpha, der Conway. Ist also eine typische T9-T10 Medium-Kanone. Also ein E50M oder E50 und so weiter. Im Alpha-Damage her. Oh, Texas, oh, Texas, oh, Texas. Da hat es sogar schlecht verfehlt. Jetzt ist natürlich das Wrack da schön im Weg. Das ist ihm auch gar nicht. Er hat wirklich keine Sichtweite. Oh mein Gott, oh mein Gott. Sieht man aber wieder, was Sichtweite ausmacht in dem Spiel. Ja, 6 Kills, 9600 Damage hat er jetzt. Und jetzt brauchen wir noch zwei Schüsse, um den Kunden wegzuschießen. Von dreien. Und er hat auch noch drei Schüsse mit APCR und zwei Heat Shells. Also großartig verfehlen darf er da jetzt nicht mehr, aber. So wie das Match lief, wird er das auch nicht machen. Ja, jetzt greift sie natürlich an. Also ich muss dazu sagen, dass es das wirklich sehr viel Glück war von Texas. Also in meinem Fall wäre wahrscheinlich, hätte mich die Arti schon mal gehittet vorher und der T90 hätte mich definitiv angeguckt und hätte mir nicht zweimal das Heck gezeigt. Ich habe da irgendwie nie so viel Glück. So, und jetzt hat er natürlich nur noch zwei Shells drin, ja, und er hat ihn leider verfehlt. Das bedeutet, er kann auch nicht nochmal nachladen, dass er sagt, okay, jetzt laden wir nochmal eine Heat-Shell mit rein. Das funktioniert so nicht in dem Spiel. Ist bei übrigens bei World of Tanks Blitz anders. Da kann man nochmal nachladen. Und ich weiß gar nicht, wenn es dann beim Ende ist, aber jedenfalls kann man den Munitionstyp wechseln, während man zum Beispiel einen Clip drin hat, ja.
Oh, jetzt, oh, jetzt, oh, jetzt. Wichtig, 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 wichtig. Oh, und da hat er überlebt. Dieser Lacker Texas. Lacker Texas mit 3 HP hat er das überlebt. Ach, ist das. Ja, also ich hatte garantiert, also ich hatte Spaß, dieses Video anzugucken, also dieses Replay anzugucken. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß bis hierhin und wir schauen uns jetzt noch die Statistik an von dem Game. Ich meine, ihr seht es ja oben schon, 10.000 Smart Damage und 7 Kills. Aber ein Monster-Game, Mann, und so viel Glück muss man echt mal haben in so einem Match. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß bis hierhin. Also bis gleich in der Statistik. So, dann willkommen in der Statistik von dem geilen Game Card. Ich fange einfach wie üblich an, von oben nach unten. Ne? Es gab auf jeden Fall einen Ace-Tinger, Bruiser, Duelist und Firefall Effect. Die gibt man einfach immer irgendwie. Dann gab es einen High-Kaliber, gut, bei 10.000 Damage. Würde mich das wundern, wenn es keinen gewesen wäre. Und Tanker-Sniper, das sieht man auch nicht allzu oft. Cause to Highest Damage per Battle, das ist at least 300 Meters. Das habe ich auch nicht allzu oft. Und auf jeden Fall gab es einen Top Gun bei 7 Kills. Und ja, und es gab 1947 Base XP, 10.204 Damage hat er gemacht, das haben wir schon gesehen, bei 7 Kills. Und das waren jetzt mit Premium 2920 XP, ja. Hier gab es noch irgendwie einen Punkt mehr, ich weiß nicht wieso. Warum auch immer. Er hat 119.049 Credits gemacht, hat aber dadurch, dass er sich komplett leer geschossen hat und auch noch einmal Buchti da kaufen musste, hat er da trotzdem, also ist ja im Prinzip nur ein Minus von 1528 geworden. für so eine Runde, das ist ja eigentlich dann nicht wirklich ein Minus, ja. 1500 ist eigentlich so plus minus null. Die Runde ging übrigens 14 Minuten 29, ja, also noch 30 Sekunden übrig gewesen. Ja. Er hat 43, ist aber auch da, mal 43 Schüsse abgegeben und 41 haben getroffen und 34 sind durchgegangen und haben Damage gemacht, ja. Und er hat 7691 Damage von einer Distanz von mehr als 300 Meter gemacht, also er hat viel gesniped, deswegen hat er auch die Medaille gekriegt, ja. Diese hier. 4 Hits received, ja gut. Selber hat er 4 Gegner aufgemacht. Da gucken wir gleich bei Kiki Baby, was da er gespottet hat. Ja, selber was nicht hier. Die Adi hat er gespottet, ja natürlich immer 3 und ist 3 und Convey. Und er hat 800 Damage am Jagdpanzer und hat durch das. Hat er zwar selber kein Damage gemacht, aber hat 800 D-Track Damage bekommen. Ja. Und leider, leider sieht man nicht, wie viel BN8 das gewesen sind, bei Creaky Baby Style. Ich weiß nicht wieso, wahrscheinlich weil der Panzer zu neu ist. Muss irgendwie irgendwas geupdatet werden. Aber der Texas hat es ja in der Garage gesehen mit einer Mod, dass es 32.000 BN8 gab. Und das kommt auch hin. Denn ihr müsst bedenken, es ist ein Tier 9 Panzer und er war im Tier 10 Match. Ja, also hier sind ja ein paar Zehner mit dabei gewesen, kann man jetzt natürlich nicht. Also Typ 4 Heavy ist ein 9er, 9er, hier ist ein 10er, 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 3 Zehner waren es glaube ich nur, ja. Kommt hin. Und ja, es ist nicht als 9er, kriegt man mehr WN8 und mehr XP und so weiter, wenn man halt auf 10er. Also wenn man so eine Monsterrunde in 10er Battle macht, das ist ja wirklich, der zweite hat gerade mal 2500 Damage gemacht, die Maus hat null gemacht, also ja, da ist auf jeden Fall sein Team quasi behilflich geworden, dass er so viel Damage noch machen konnte. Und wie gesagt, 3 HP hat er noch übrig gehabt, also er hatte wirklich viel Glück, dass er das noch gewonnen hat. Sonst hätte es natürlich auch weniger gegeben beim Lose. Ja. Also, dann habt ihr jetzt alles gesehen von dem Spiel gerade und die Statistik, also Hammer Game, Texas, du Glückspilz, ja, also war wirklich sehr viel Glück dabei, aber wie gesagt, ist in jedem Game so, ansonsten würde man nie solche Runden hinkriegen, er hat es ja bei Boot Replays auch schon 32 mal runtergeladen, 3 haben es schon geliebt, leider noch keine Comments, weiß nicht wieso,
Bisschen schade. Ist wahrscheinlich auch nicht so eine Runde, die man jeden Tag macht. Gut, dann hoffe ich, ihr hattet Spaß an dem ganzen Video bzw. Replay. Und ich hatte ihn auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns im nächsten Livestream oder im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute.